Da sind wir wieder nach langer Inaktivität. Tja. Ist glaube ich auch mit dabei. Ja. Bonjour, ne? Iron Forge, ich erinnere mich. Hier ist ein Langschwanzmaulwurf, was eigentlich eine Ratte ist. Vieles hat sich verändert. Pet, pet. So, was meinst du, wo müssen wir hin? Gut, ich will eine Inima. Ich bin Stufe 42, da müssen wir irgendwo da bei Kalimda unten hin. Wie kommen wir jetzt wieder rüber nach Kalimda? Vielleicht ist so eine Ruhestein da drüben. Ich sag mal so, wenn man Triumphfest, ja, das stimmt. Wisst ihr? Und selbst wenn nicht, oder? Schlimmer kann es nicht werden. Mhm, Elfen gibt's hier und so Stuff. Okay. Elfen? Mhm, habe ich im Ladescreen eben gesehen. Bin mir ganz froh, als hätte ich dieses Spiel niemals gespielt. Haben wir wohl schon ausreichendes Level für 1000 Nadeln? Glaubst du nicht, dass du den falschen fragst? Folgendes. Steam Wheel Kartell, Fitness, das in 1000 Nadeln? Man hätte in Ironforge natürlich auch kurz auf die Tafel schauen können. True. Das ist doch mehr als ein Gerücht. Oh, ist so schön hier. Hallo, Donnerkopf. Oh, super. Landbeberbulle. Der ersten Typen, den ich treffe, sprengt sich in die Luft. Ist das hier Al-Qaida-Patch oder was? Osama Bin Laden ist doch tot. Das stimmt, ich habe mir eine Flash-Animation angeguckt über den Einsatz. Irgendwie haben sie es geschafft, einen, wenn nicht sogar zwei Hubschrauber zu verlieren bei diesem Einsatz. Wie ging das denn? Technische Defekte angeblich. Oh Gott. Die haben die so ein Zielkommando abgesetzt, also eigentlich waren es zwei Hubschrauber. Ich weiß gar nicht, ob es Blackhawks waren, ich glaube. Und der eine ist dann down gegangen. Und dann kam noch ein dritter, der von vornherein als Reserve eingeteilt war, unter die Jungs rausgeholt. Können wir gehen? Oh, und da können wir Kessel abgeben. Wie kann man denn gleich zwei Hubschrauber wählen? Oh man, typisch amerikanische Qualität. Ich glaube, es liegt eher an der Ausbildung der Amerikaner. Und an der Ausbildung der Mechaniker der Amerikaner. Und das Ding ist fit. Es fliegt noch und fliegt. Nach Terramar. Die goldene Stadt Terramar. Oh, das hätte ich ja gar nicht gesehen. Wir müssen auch bis die nach Terramar. Wir haben zwei Aufträge zu erfüllen. Haha, du hast einen Elefant. Da können wir nach Tabetas Hof. Und ist das wahr machen? Hier ist ja noch ein. Ja, den bringen wir auch. Nach der Amor. Können wir uns nicht darauf einigen, so ein Paket mit rüber zu nehmen? Nee, so wird dein Bewusstseinsskill nicht genutzt. Ein Bewusstseinsskill? Mhm. Tolle Menschen oder Ogre, die man angreifen kann. Das Spiel hat sich verändert, oder? Früher konnte man ja gar nichts angreifen. Früher haben die Gegner noch gelebt.
nimm, 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 nimm. Okay, hier können wir schon abbiegen. Hey, you guys, es gab einen neuen Patch. Der so Kleinigkeiten in den Firelands verändert und der verhindert, dass der Client von koreanischen Mitspielern abstürzt, wenn sie Season 10 Arena Gear kaufen. Was eine ziemlich gute Verbesserung ist, wenn ihr mich fragt. Ja, endlich wird der Wohlstand der WoW angepasst. Okay, die 9 brauchen wir, glaube ich, nicht annehmen, glaube ich jetzt, ne? Oder? Willst du sie unbedingt machen, Zuri? Was? Okay, ich hasse Quests. Lass uns weiterreden. Du kannst doch nicht pauschal sagen, dass halt Quests scheiße sind. Nee, trotzdem kann ich aber sagen, dass ich sie hasse. Aber ist cool. Aber doch nicht alle. Doch, ich kann das sagen. Hast du alles, was scheiße ist? Ich hab nicht gesagt, dass scheiße sind. Nur das scheiße. Ich habe nicht gefragt, ob du findest, dass scheiße sind. Nur, ob du alles, was scheiße ist, nicht magst. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dem stimme ich nicht zu, weil. Man braucht auch so. Oh shit, ich bin irgendwo runtergefallen. Naja. Man braucht im Leben immer was, wofür man kämpfen kann, ne? Und da muss man auch gegen etwas kämpfen. Und meistens kämpft man gegen Scheiße. Aber macht's das nicht dann wieder zu was Gutem? Ja, aber es ist immer noch Scheiße. Aber das ist so wie, damit es das Gute geben kann, braucht man was Böses. Ja, aber ist das Böse deswegen gut? Ja. Nein, gut, es ist doch böse. Aber da gibt's ja schon wieder kein Gutes mehr. Wir haben eine Definition. Wie im Kopplungsverstoß, okay. Gib's ruhig zu. Ja, einmal in der Kopplung drin, kommt man nicht mehr raus. Oh, Level up. Ich liebe Questcode. Oha. Ich lebe noch. Das Spiel hat sich nicht groß verändert. Oh, du lebst wirklich noch? Bei mir zumindest. Oh. Never mind. So eine dumme Krabbe hat mir auf den Kopf gehauen. Ja, es gibt Dinge, die ändern sich nie. Ne? Kein Kram. Oh. Ich sage aber nicht, dass sie scheiße sind, aber ich hasse sie. Also hast du denn alles, was scheiße ist? Ich hasse alles, was ich scheiße finde. Und ist das nicht alles, was scheiße ist? Das ist die Frage, ne? Wenn mein Bewusstsein sozusagen die Realität erst schafft, also dadurch, dass ich was scheiße finde, wird es auch scheiße. Dann ja. Aber wenn es eine objektive Realität gibt, dann nicht. Ich neige dazu zu sagen, dass Realität nicht immer subjektiv ist. Nicht immer? Immer. Immer? Ist vielleicht nicht gerade die Realität immer objektiv? Nee. Weil die Realität, weißt du, die muss man wahrnehmen, weißt du? Alles, was wir nicht wahrnehmen können, gibt's für uns nicht, aber für uns gibt's die Realität, ja. Für uns gibt's unsere Realität. Ja, da haben wir es doch schon. Aber ist nicht das dadurch vielleicht gar nicht mehr die Realität? Nee, doch, guck mal. Weil diese objektive Realität kann's nicht geben, weil es die für uns nicht gibt, weil es für uns nur die subjektive Realität gemeint. Das heißt, das ist so ein Raum, in dem wir gar nicht leben. Und das heißt nicht,
möchte hier nicht sagen, dass jeder in seiner Welt lebt. Ne? Es gibt auch sogenannte subjektive Kopplungsrealitäten. Ach, scheiße. Oder gibt es nur eine Kopplungsrealität? Hm. Wahrscheinlich. Brauchst du Hilfe, by the way? Meine Tasten haben sich wieder verstellt, deswegen kann ich mich nicht heilen. Aber ich glaube, ich krieg den Arsch. Okay. Wahrscheinlich gibt es eine Realität auf Makroebene, die, was quasi mein Pendant wäre zur objektiven Realität, eine Realität, die von allen Subjekten geteilt wird. Da gibt es dann so Übereinstimmungen quasi. Dann gibt es aber noch die Mikrorealität. Und da lebt jeder für sich. Zwangsläufig lebt man sogar in der Mikrorealität alleine, weil die Sinneswahrnehmung von Menschen nicht gekoppelt werden kann. Hm, weißt du, wie ich meine? Ja. Oh, awesome. Aber gibt's denn, also dann gibt's für jeden Menschen eine Realität und noch eine echte Realität? Hm, wahrscheinlich haben wir hier eine sogenannte Box-in-the-Box-Variante. Das ist die sogenannte N plus 1 Realität. N ist die Anzahl der bewusstseinsempfindenden Wesen. Weil ich sag dir, die subjektive Realität hat auch Überschneidung Die Mikrorealität hat Überschneidung mit der Makrorealität. Warte, aber die Makrorealität, die echte Realität, die objektive? Das, was was meine Kritiker als objektive Realität bezeichnen. Heißt das auch, dass Mikrorealität Einfluss auf Makrorealität nehmen kann? Sagen wir, die Eindrücke, die ein Individuum in der Mikrorealität gewinnt, lassen ihn die Makrorealität oder lassen sein Handeln in der Makrorealität beeinflussen. Also ist die Makrorealität im Prinzip die Realität, so wie er sie empfindet, und die Mikrorealität ist sein Bewusstsein, seine Vorstellung von dieser Realität. Das kommt meiner Idee ziemlich nah, ja. Dass der virtuelle Abgleich der Realität für ihn. Genau, es ist so, dass man in beiden Realitäten quasi auch mit anderen interagieren kann. Nämlich bewusst und unbewusst. In der Makrorealität, da sieht man, wie die anderen reagieren, was sie tun. In der Mikrorealität, also man sieht nicht, wie der andere seine Mikrorealität sieht. Also, und da ist man so für sich allein, aber die Gedanken werden auch von Impulsen aus der Makrorealität gesteuert bzw. verändert. Ach du Scheiße, ist mir nicht gefährlich. Ich weiß es nicht. Solange es hier keinen göttlichen Kopplungsverstoß gibt. Die Frage ist dann, wie der Tod aussieht. Ist es eine neue Makrorealität oder ist es eine dritte Dimension? Warum eine dritte Dimension? Entweder gibt es jetzt schon drei oder es gibt nur eine. Nein, oder. Es gibt nur zwei Dimensionen. Makro und Mikro. Und die dritte, die das 3D-Kino möglich machen konnte. Ich habe irgendwie einen Fehler mit meiner Maus. Das kennen wir ja schon. Ah, ich muss, glaube ich, Num auf der Tastatur aktivieren. Aha. So ist es. So, okay. Damit deine Knöpfe wieder funktionieren. Yep. Okay, wir gehen zur Insel, ja? Yep. Na, here we go. Hast du schon dieses Wasser wandeln und eine Glyphe, das nichts kostet und Stuff? Ja, die Glyphe nur nicht. Wenn du Fischöl hast, kann ich das wohl machen. Ich tauch mal ab. Ah, guck mal. Ein Pet. Pet brauche ich, Pet.
Aber kann es dann nicht sein, dass es in manchen Fällen nur eine Wahrheit gibt? Also in der Makrorealität ist ja eine Sache, ich sag mal so, eine Tatsache. sozusagen da. Eine, ja? In der Makrorealität gibt es nur eine Wahrheit. Sagen wir so, da gibt es eine Tatsache, einen Gegenstand, der von allen geteilt wird. Genau. Und jetzt könnte es sein, dass für manche sogenannte Items der Einfluss der Makrorealität so groß ist auf alle bewusstseinsempfindenden Wesen, dass alle zur gleichen Wahrheit gelangen. Das stimmt, das kann dann sein, aber solange man dieses kann noch drin hat, kann es, glaube ich, keine, ich nenne es mal absolute Wahrheit geben in diesem System. Oh. Es gibt immer so, ich nenne sie unter Arbeitstitel Querdenker, die das nicht so empfinden werden. Aus welchen Gründen auch immer. Die Frage ist, ob sie es bewusst nicht so empfinden oder unbewusst. Denn wenn sie es bewusst so empfinden, kann es immer noch die absolute Wahrheit geben. Aber wenn sie es unbewusst nicht so empfinden, dann ist die absolute Wahrheit hier gefährdet. Aber vielleicht sind diese Querdenker auch, sehen sich darin verpflichtet, irgendwas als Wahrheit zu deklarieren, von der sie wissen, dass sie nicht die allgemeine Wahrheit, also sozusagen die herrschende Wahrheit ist, nur um als Querdenker überhaupt wahrgenommen zu werden. Jo, deswegen habe ich den bewussten und unbewussten Charakter mit eingebaut. Das System schützt sich an dieser Stelle. Ich unterscheide da zwischen natürlicher und spiritueller Wahrheit. Oh. Wo sind da für dich die Grenzen? Also hier beim philosophischen Quartett zu zweit. Da geht es auch schon mal kritisch zur Sache. Also ich sehe das so, die natürliche Wahrheit ist die, die der Mensch wahrnehmen würde, wenn er keinen eigenen Willen hätte. Oh, jetzt stirbt der Ding. Kein Problem. Okay, aber impliziert das nicht auch, dass mit dem eigenen Willen es keine absolute Wahrheit mehr geben kann? Wenn man, das kommt drauf an. Da gibt es solche und solche Meinungen. In der Fachliteratur. Worauf man abstellen möchte als Wahrheit, ja? Ob man auf die natürliche oder die spirituelle, manche sagen auch die gewollte Wahrheit abstellen möchte. Ja, sie drücken sich hier um eine Definition. Ja, weil dann gibt man ja die Wahrheit sozusagen der Willkür frei. Und nur deswegen dann die absolute Wahrheit abzusprechen, ich weiß nicht, ob das sachgerecht wäre. Da muss man klären, ob diese absolute Wahrheit in unserer Gesellschaft ein erstrebenswertes Gut wäre. Ich glaube, daran kann man das evaluieren. Aber dann ist sozusagen das einer doppelten Willkür ausgesetzt. Das könnte ein Kopplungsverstoß werden. Ich bin mal gespannt. Weil die Frage, ob man der Wahrheit, die Wahrheit sozusagen der Willkür des Einzelnen unterstellt, hängt jetzt wieder von dem Willen der Definition ab. Also wie man, das ist ja wieder menschengemacht. Das heißt, die absolute Wahrheit ist genauso ein fragiler Gegenstand der Gedankenwelt
Wie soziale Gerechtigkeit. Oh. Und der Weltfrieden. Ja, das ist true. Hast du alle Hörner zusammen? Vier Bäume. Sind bestimmt noch welche. Ja, das ist die Frage, ob das überhaupt geht. Ja, wenn es nämlich eine absolute Wahrheit gibt, dann wäre das sozusagen überpositiv. Die wäre auch da, wenn wir sagen würden, sie ist nicht da. Ja, den Gedanken hätte ich auch gerade. Ich möchte hier nämlich den philosophischen Joker ausspielen an dieser Stelle. Nämlich die Geschichte mit Reich Gottes, ja. Also als Erklärungsversuch. Vielleicht ist diese absolute Wahrheit einfach etwas, was der Mensch in seiner Beschaffenheit nicht verstehen kann. Er kann zwar auf den Pfad gehen, ja, sie zu suchen, aber es ist ihm einfach unmöglich, diesen Punkt zu erreichen. Das wäre ein cooler Aufsatz in seiner Zeit. Das Reich Gottes, ein Erklärungsversuch. Ich sagte, wir hätten, glaube ich, echt Philosophie studieren lassen. Ja, machen wir im nächsten Leben, ne? Jo. Oder als Osterstudium. Was haben Sie denn als Osterstudium studiert? In Theologie? Oh! Ein Osterstudium. Wer Osterstudium erklärt haben möchte, bitte kommen. Ja, weil das wäre... ja, eigentlich mag ich das nicht, das so damit abzutun. Weil damit die... der Sinn, beziehungsweise fast schon die Legitimität dieser Diskussion gefährdet ist. Das stimmt. Man könnte auch sagen, wenn es eine absolute Wahrheit gibt, erzwingt sie förmlich, dass man auch zu einem Ergebnis kommt, weil das ist der Beweis der absoluten Wahrheit selbst. Ja, das heißt, weil wir zwei Sturköpfe sind, wird das nie passieren. Und so gefährden wir wieder durch ein unnatürliche Willensbild. Oh Gott. Die Wahrheit als Ganzes. Wir haben ja ein Problem. Wenn sich jetzt herausstellt, dass Gott fehlbar ist, dann wird die Welt untergehen. Die Frage muss auch sein, kann Gott einen Stein schaffen, den er selbst nicht heben kann? Ja, jetzt fällt der Hammer. Wo ein modern Mundernte-Kür, so heißt er. Jetzt kommt mir ein Wort, wie das nehme ich, der modern ethische Interpretationsansatz. Modern ethisch. Der modern ethische Interpretationshorizont. Weil das impliziert schon, dass es subjektiv ist. Was macht die Gruppe hier gerade? Ich Baden weiß nicht, auf? Irgendwas passiert gerade jetzt. Ah, hier kommt ein Bass, sehe ich das richtig? Oh, ich mache Soul Tap, Live Tap. Soul Tap, Dildam! Ich frage dich, wo wir gerade bei diesem Thema sind. Ich möchte einen kleinen Exkurs hier vornehmen. Glaubst du daran, dass es... Oder nein, glaubst du daran, ist falsche Frage. Denkst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Unterbewussten und einer Seele? Glaubst du überhaupt an Seelen? Glaubst du an Seelen? Das ist eine Frage, die ich mich so noch nie gefragt habe. Warte, ich gebe dir einen Startschuss. Ich glaube, dass es schon ein Unterschied ist. Eis. Und zwar mit folgendem Interpretationshorizont-Ansatz. Weil, das ist jetzt die Frage, wie man das abstellt, das Unterbewusstsein, was das eigentlich ist. Und ich glaube, oder
sozusagen der Stand der Technik ist ja sozusagen, dass das Unterbewusstsein das primitive Gehirn ist im Prinzip, was schnelle Entscheidungen trifft. Und viele Einflüsse.